Am Donnerstag wurde die Brücke vor der Schleifmühle durch die Oberbürgermeisterin Angelika Gramko wieder für den Verkehr freigegeben. Der Neubau wurde nach fast 13 Monaten von der Firma Jürgen Martens fertiggestellt. Wichtig ist die Brücke vor allem für Tourismus und Nahverkehr, da sie eine direkte Verbindung zu dem technischen Kulturdenkmal herstellt. Für den Leiter des Verkehrsmanagements in Schwerin, Dr. Bernd Rolf Smertgar, war der Neubau von besonderer Notwendigkeit. Diese Brücke ist ja die wichtigste und in gewisser Weise auch die einzig vernünftige Verbindung, die wir hin das ganze Gebiet haben, was sich hinter ihr anschließt. Und da sind nicht nur viele Wohngebäude und eine sehr gut entwickelte Wohnsituation hinter, sondern wir haben auch große öffentliche Veranstaltungen. Der NDR ist da, das ehemalige Kreiswehrersatzamt und ähnliche Einrichtungen, die man hierüber erreichen kann. Anlässlich der Beendigungen der Bauarbeiten feierte der Schleifmühlenverein ein Brückenfest. Denn auch die Arbeit in der Schleifmühle wurde durch den Brückenbau erheblich beeinträchtigt. Unmittelbar an dieser Brücke die Wehranlage angebaut ist, die zum Betreiben der Schleifmühle dringend erforderlich ist. Ohne dem läuft gar nichts. Im Oktober findet in der Schleifmühle das alljährliche Herbstfest statt. Auch durch die neuen Verkehrsbedingungen für alle Besucher ein schönes Event.